Liebe Zuschauer, hier noch eine Vorschau auf unser Programm. Im Frühstücksfernsehen heute Morgen wollen wir in Erfahrung bringen, wie es das DDR-Fernsehen geschafft hat, innerhalb weniger Tage aus langweiligen Verlautbarungssendungen äußerst informative und spannende Fernsehstunden zu machen. Sagen kann uns das der Leiter des Bonner Büros des DDR-Fernsehens, Dr. Lutz Renner, der das neue Fernsehzeitalter in Ostberlin an entscheidender Stelle mit eingeläutet hat. Unser Spielfilm heute Morgen bringt ein Wiedersehen mit dem deutschen Traumpaar auf dem Eis, mit Marika Kilius und Hans-Jürgen Bäumler. Aber nicht nur sie sind die Stars heute Morgen. Ein Name darf im deutschen Lustspiel natürlich nicht fehlen. Gunter Philipp, er wie immer natürlich mit einem flotten Spruch auf den Lippen. Liebe gnädige Frau, kennen Sie den Spruch, den man sich über meinen Kollegen Eberhard Traugott in der Fachwelt erzählt? Traugott, aber nie Traugott. Sehr witzig, ich habe auch noch nie so gelacht. Und wie sagt man über ihn? Über ihn sagt man, wer zu Teufel geht, geht zum Teufel. Dieser Rosenkavalier. Seit Monaten schleppt er das Gemüse an, tagtäglich. Und Sie schauen tatenlos zu, tagtäglich. Was soll ich denn tun? Dagegen schießen mit noch mehr Gemüse. Was ist denn? Telefon. Jetzt? Nur jetzt. Ja. Entschuldigung. Komisch. Wiedersehen. So, bitte. Das ist alles egal. Alles ganz egal. Die große Kür. 10.30 Uhr. In Sat.1. Sie wollen Ihren Liebling Hans-Jürgen an den Erfolg von Marika anhängen. Also, wenn ich das schon höre. Ehe sie bis drei zählen kann, ist sie schon bei der Eisshow. Ach, das manage ich doch. Mit der bewährten charmanten Rosenmethode. Meinst du nicht, wir könnten mal für eine Weile aufhören mit dem Training? Aber Marika, du weißt doch. Ein Tag ohne Training merken wir. Zwei Tage die Experten und drei Tage merkt sogar das Publikum. Marika! Wir haben bis jetzt doch immer alles gemeinsam gemacht, nicht? Ja, bis jetzt. Aber ab heute lasse ich mich von der Agentur Teufel vertreten. Nee, also das mach ich nicht. Lieber Hans-Jürgen, ich sage nur bravo, das ist ein Entschluss, den Sie nicht bereuen werden. Bitte unterschreiben Sie. Na, wer hängt sich jetzt an, Marika? Wir werden ja sehen, wie das ausgeht. Was wird denn hier unterschrieben? Ein Pakt mit dem Teufel. Da staunt sie mit Recht, Marika Kilius, die Eisprinzessin. Kirkley und Lacey bearbeiten heute Abend wieder einen neuen Fall. Aus einem Asyl für arme Menschen gelangen ständig Notrufe an die Polizei, die sich aber stets als Fehlalarm entpuppen. Es gibt schon wieder eine Leiche? Nein, man hat uns berichtet, es gebe eine, Mr. Deckmann. Ich habe jedenfalls nicht bei euch angerufen, Lady. Ich habe was Besseres zu tun. Mary Bessie sind arm, aber nicht. Hey, Vorsicht, aufpassen! Verdammt nochmal, was ist das? Solange es eine Unterschicht gibt, Mary Bess, solange gibt es Barrikaden. Es sieht nach Liebe aus, Chris. Rot bedeutet Liebe, Mary Bess. Weiß bedeutet Leidenschaft. Ich will dich. Ich habe Angst, Dave. Ich weiß. Also, was willst du? Einen Taschenraub am Columbus Circle oder einen Raubmord im West End? West End. Cagney und Lacey. 20.30 Uhr in Sat.1. Willst du meine Frau werden? Hast du nun mit David oder? Die Händchenhaltezeit abgeschlossen? Ich gratuliere. Mary Bess, grinst doch nicht so. Ich grins doch nicht, du grinst. Ich grinse nicht. Oh doch, allerdings. Tja, diese Frage wird wohl erst heute Abend gelöst werden können. Spiel mit der Liebe ist der Titel unseres Films heute Abend. Gespielt wird aber nicht nur auf dem Feld der Liebe, sondern auch auf dem Sendecourt, denn einer der Beteiligten ist ein berühmter Tennis-Greg. Lilas Taktik, Christensen den Aufschlag aufzuzwingen, hat sich bezahlt gemacht. Der Amerikaner muss nun seinerseits versuchen, seinem Gegner den Aufschlag abzunehmen. Er muss seine Nervosität besiegen und alle unnötigen Fehler vermeiden. Hey, was tust du da? Ich trinke was. Hey, wollen Sie eine Coke? Verdammte Scheiße, da kommt dieser Jensen. Du, das Ding explodiert gleich. Hol sie raus! Lassen Sie mich los! Spiel mit der Liebe. 21.30 Uhr in Sat.1. Nachdem er sein erstes Aufschlagspiel verloren hat, wird sich Christensen über die Qualität seines Gegners im Klaren sein. Hören Sie, wenn noch jemand von uns bei Ihnen bleiben soll, dann kann ich es oder Rusty, aber wir müssen es jetzt wissen. Ja. Ist Ihnen der eine lieber als der andere? Hören Sie, Sie sehen ganz gut aus und sind viel netter, als ich gedacht habe. Aber ich bin zu alt und... Verheiratet? Nicht so ganz. Keine weiteren Fragen mehr. Ich beantworte keine Fragen. Ali McGraw spielt die spröde Schöne, die nicht immer so zurückhaltend bleiben wird. Vom Thema Liebe und Tennis zu einer ganz anderen Sportart, zum Pferderennen. Und auch da sind die Leidenschaften mit im Spiel.
Auf Galopp zum Millionenspiel an der Rennbahn von Baden-Baden. Gleichgültig, wie hoch oder niedrig ihr Einsatz ist, alle wollen das große Geld machen. Ein paar Minuten lang solidarisieren sich Wetter mit Besitzern. Gemeinsam fiebern sie dem Sieg ihres Favoriten entgegen. Von den 80 größeren Gestüten in der Bundesrepublik ist in den letzten Jahren keines so erfolgreich wie das Gestüt Fährhof im Sottrumer Moor. Es ist ganz anders, als wenn jemand plötzlich mal, sagen wir mal, ein Pferd geritten hat und sagt dann so, ich möchte jetzt also Vollblutpferde züchten, nicht, und fängt dann an. Tapix, 23.55 Uhr in Sat.1. Während auf der Rennbahn ausgiebig gegessen wird, quälen sich die Jockeys in letzter Minute auf ihr Idealgewicht herunter. Von Rennen zu Rennen haben die Wetter nur einen Gedanken. Diesmal muss es endlich klappen. Ja, das werden wir sehen. Eine schwere Aufgabe hat man Captain Hayes anvertraut. Er soll einen Goldtransport begleiten und sicher nach Kalifornien bringen. Während des amerikanischen Bürgerkriegs eine sehr gefährliche Aufgabe. 2000 Meilen, 1700 davon führen durch das schwierigste Gebiet im ganzen Land. Ein Gebiet, das noch nicht einmal ein Staat ist. Wir müssen immer mit Überfällen von Banditen und Indianern rechnen. Dazu kommt noch, dass die Südstaater das Gold genauso dringend brauchen wie wir. Du hast dich nicht verändert. Aber du dich. Ich habe etwas Geld verdient. Wer so reich ist wie er, kann es sich leisten, dass er sich nicht selbst die Hände schmutzig macht. Wir sollten ihn die Überland ruhig in Betrieb nehmen lassen. Er wird sich schon sein eigenes Grab graben. Wir können dann eine Postkutsche nach der anderen verschwinden lassen. Verrechne dich nicht. Wir dürfen ihn nicht unterschätzen. Messer an der Kehle. 0.25 Uhr in Sat.1. Was wird mit Putnam? Putnam hat gekündigt. Er wird uns vielleicht Schwierigkeiten machen. Damit müssen wir rechnen. Genauso sieht es in allen Posthaltereien von hier bis Dawson aus. Seit zwei Tagen habe ich die Pferde nicht auswechseln können. Rock? Ein neues Rasthaus und Koppel. Ist nicht schwer, sich auszurechnen, wozu so eine kleine, dreckige Farm sie braucht. Ja, und die vielen Pferde. Nur um sie vor die Postkutschen zu spannen. Tja, hier sind sie, die Banditen, die den nächsten Überfall planen. Soweit die Vorschau auf den Donnerstag, liebe Zuschauer. Ich verabschiede mich von Ihnen und wünsche Ihnen eine gute Nacht. Thank you.
Ja.